Deutschland muss baut heute im Grunde auf den 50er Jahren auf. Innovativ und kreativ zu denken ist, glaube ich, das Entscheidende heute. Kann ich neue Lösungen finden? Kann ich auch über die Fächergrenzen hinweg kreativ denken? Komplexe Probleme zu lösen, überhaupt zu sehen, dass andere Menschen anders denken. Interkulturelle Kompetenz wird von größerer Bedeutung. Ich glaube, es gibt sehr viele Bereiche, wo wir erwarten müssen, dass über mein disziplinäres Fachwissen hinaus ich auch in der Lage bin, dieses Wissen auf andere Bereiche zu übertragen. Das ist immer eine große Herausforderung. Ne? Und als wir mit der PISA-Studie angefangen haben, hätten wir nicht davon träumen können, jemals mal gemeinsames Problemlösen zu testen. Das ist heute aber möglich durch digitale Testinstrumente, wo wir Schüler miteinander vernetzen können und eben sehen, wie verschiedene Schüler zu einer gemeinsamen Lösung beitragen. Und diese sind genau diese Kompetenzen, die in der heutigen Gesellschaft an Wert zunehmen. Ne? Das, was man leicht unterrichten kann, das, was man leicht testen kann, lässt sich eben auch leicht digitalisieren, automatisieren, outsourcen. Also im Grunde geht es genau darum, diese Kompetenzen, die sichtbar und messbar zu machen, und daran arbeitet PISA. Ich denke, das Bildungssystem insgesamt muss sich sehr stark verändern. Es ist auch die Frage der Kompetenzen steht natürlich im Vordergrund, aber wie wir diese Kompetenzen fördern, entwickeln, hat auch sehr viel mit der Arbeitsorganisation zu tun. Welchen Freiraum haben Lehrkräfte, um neue Unterrichtskonzepte zu entwickeln, neue Unterrichtskonzepte zu testen, gemeinsam mit Kollegen an der Entwicklung von neuen Ideen zu arbeiten? Das ist eine ganz andere Arbeitsorganisation. Ne? Wenn Sie nach Deutschland schauen, zurzeit werden Lehrer relativ gut bezahlt, haben aber relativ wenig Freiraum, um andere Dinge zu machen, als das, was sie wissen, weiter zu vermitteln. Unterricht steht im Vordergrund. Wenn Sie nach Shanghai in China gehen, unterrichten Lehrkräfte zwischen 11 und 16 Stunden. Ihnen bleibt sehr viel mehr Freiraum und Zeit, im Grunde neue Unterrichtskonzepte zu entwickeln, gemeinsam mit Kollegen Hospitationen vorzunehmen, Dinge zu analysieren, mit Eltern zu arbeiten, mit Schülern zu arbeiten. Der Lehrer als Lernende, ne? Das ist, glaube ich, das Entscheidende für die Umsetzung von solchen Zukunftskompetenzen. Es ist nicht damit getan, mit unserem industriellen Bildungsmodell einfach von oben immer neue Dinge auf das Bildungssystem praktisch zusätzlich zu verlagern. Es geht wirklich darum, wie können wir die Menschen, die dort arbeiten, ein Arbeitsumfeld und auch Karriereperspektiven bieten, wo man wirklich innovativ und kreativ arbeiten kann. Eine Zahl mal genannt, 72% der Lehrkräfte heute empfinden ihre Arbeitsumgebung als innovationsfeindlich. Das heißt, ich arbeite, mache Dinge anders oder origineller, und das wird mir eher zum Nachteil als zum Vorteil. Das ist eine Wahrnehmung, das muss nicht der Realität entsprechen. Aber das zeichnet, wenn wir das nicht verändern können, dann werden wir nichts verändern. Also ich denke, die digitalen Transformationen schaffen ein enormes Umfeld, um wirklich Bildung neu zu denken, weiterzuentwickeln. Überlegen Sie sich mal, worauf bauen Hochschulen heute auf? Sie verknüpfen drei Dinge. Sie bieten Bildungsinhalte an, sie vermitteln diese Bildungsinhalte und sie haben die Akkreditierungssysteme, mit denen wir Bildungsergebnisse anerkennen, ne, Abschlüsse. Die digitale Welt hat das alles entkoppelt. Inhalte sind heute überall verfügbar, ne, MOOCs, was immer. Bildungsvermittlung, der Einzelne kann heute entscheiden, wo er lernt, wann er lernt, wie er lernt, was er lernt. Ne. Heute sind Sie im Grunde König als Lernender. Ne. Sie können, die Universität ist nur einer der Bildungsanbieter. Akkreditierung ist der Knackpunkt. In dem Moment, wo die Akkreditierungssysteme abgekoppelt werden von den Brick-and-Mortar-Buildings, den Gebäuden der Universitäten, wird sich die Bildungslandschaft radikal verändern. Das ist das Potenzial der Digitalisierung, wo das Lernen im Vordergrund steht und nicht die Institution. Ich glaube, wir müssen bessere Augen und Ohren entwickeln, um zu sehen, wie sich die Welt verändert. Die Nachfrage nach Kompetenz, nach Fähigkeiten. Das ist das Entscheidende, dass wir nicht im Grunde
junge Menschen für unsere Vergangenheit bilden, sondern für ihre eigene Zukunft. Und dazu müssen wir diese Zukunft sehr viel deutlicher sehen. Dann geht es darum, Unterstützungssysteme zu schaffen, die den auch im Grunde Innovation im Bildungsbereich belohnen und im Grunde auch stärken, unterstützen, skalieren. Da kann die Politik sehr viel tun, ein sehr viel innovationsfreundlicheres Arbeitsklima zu schaffen in den Schulen. Und letztendlich aber auch die Ressourcen dort einzusetzen, wo sie am meisten Wirkung entfalten. Nicht im Grunde im Gießkannenprinzip Ressourcen überall zu verteilen, sondern sich genau zu überlegen, ne, wie kann ich die besten Lehrkräfte finden für die schwierigsten Schüler oder die schwierigsten Klassen. Ich glaube, das wird auch entscheidend. Das ist auch eine politische Gestaltungsaufgabe. Ne. Es ist sehr schwer zu sagen, da fehlen uns im Grunde die Daten und das sagt an sich schon sehr viel aus. Was ich Ihnen sagen kann, dass wir heute etwa 15 Mal so viel ausgeben für medizinische Innovation und Forschung wie für Forschung im Bildungsbereich. Das heißt, wir gehen immer noch davon aus, dass wir das Wissen haben, was wir brauchen. Dass wir nicht im Grunde in die nächste Bildung investieren müssen. Ich glaube, daran muss man arbeiten, wenn man wirklich auch langfristig noch erfolgreich sein will. Deutschland baut heute im Grunde auf den 50er Jahren auf. Die Stärke der Wirtschaft in Deutschland ist das Ergebnis von dem, was wir in den 50er, 60er, 70er Jahren geleistet haben. Das sind heute die arbeitenden Menschen. Und ich denke, die heute in die Grundschule gehen, das werden die, die im Jahr 2030 tätig werden. Und über die Zukunft entscheiden wir heute. Was heute im Kindergarten, in der Grundschule passiert, wird bestimmen, wo Deutschland im Jahr 2030 dasteht. Was ganz klar ist, dass sich im Grunde die Schere zwischen den führenden Bildungsnationen und Ländern wie Deutschland eher weitet. Länder wie Singapur, wie China haben einen dramatischen Aus- und Umbau ihrer Bildungssysteme. China baut jede Woche eine neue Universität, investiert enorm auch in die qualitative Verbesserung von Bildungsleistung. Sie müssen sich das überlegen. In China geben Eltern und die Gesellschaft ihre letzten Mittel aus, um die Zukunft zu gestalten. Die Bildung der Kinder. In Deutschland und Europa haben wir das Geld unserer Kinder ja schon ausgegeben für unseren Konsum heute. Das ist die Verschuldung, vor der wir heute stehen. Also das sind die Paradigmenwechsel. Wenn wir das nicht ändern, dann wird die Zukunft auch nicht so aussehen, wie sie aussehen könnte. Wie gesagt, Digitalisierung schafft enorme Herausforderungen. Wir sehen all die Risiken, welche Jobs werden verloren gehen. Wir müssen die Chancen betonen. Ich glaube, Digitalisierung schafft uns eine enorme, sie im Grunde ermöglicht Menschen, Mensch zu sein, indem wir die Fähigkeiten und Kompetenzen nutzen, die uns von Technologie unterscheiden. Aber dafür müssen wir die auch entwickeln.